77 Helvetia nach Hamburg. In großen Zügen zu reisen, irgendwohin. Dieses Abenteuer hat für viele Leute auch heute noch nichts von seiner Faszination eingebüßt. Obwohl doch die Eisenbahn bereits weit über ein Jahrhundert alt ist. Verblüffend modern präsentiert sich die 120 Jahre alte Eisenbahn in dem eleganten Make-up eines Trans-Europa-Express. Im Grunde genommen ist an diesen schnellen Eisenbahnzügen nichts außergewöhnlich. Und trotzdem verbindet sich mit ihnen eine fast sehnsuchtsvolle Vorstellung von fernen Ländern, von einer großen Welt. Orient-Express, Nord-Express, Merkur oder Golden Arrow. Nicht wahr? So ein Trans-Europa-Express vermag durchaus ganz plötzlich den ziemlich unvernünftigen Wunsch zu erwecken, jetzt einfach alles stehen und liegen zu lassen, einfach einzusteigen und mitzufahren. Im 100, 120 und 140 Kilometer Tempo halten diese Züge die Welt zusammen. Doch lassen wir das. Denn es ist vielleicht ganz ratsam, die Frage zu untersuchen, ist das das wirkliche Bild der Eisenbahn? Die Deutsche Bundesbahn ist das größte Verkehrsunternehmen der Welt. Und im größten Verkehrsunternehmen der Welt werden alle 24 Stunden 56.000 voll beladene Güterwagen mit Lebensmitteln und Industrieprodukten, mit Massenfracht und eiligem Stückgut über 190 Kilometer transportiert. Tag für Tag 56.000 Waggons. Diese 56.000 Güterwagen haben eine Gesamtlänge, die der Entfernung zwischen Hamburg und Frankfurt am Main entspricht. Reisezüge, D-Züge, Personenzüge, Triebwagen werden jeden Tag von der Bundesbahn planmäßig eingesetzt. 4 Millionen Menschen reisen Tag für Tag in den 20.000 Zügen. 4 Millionen Menschen fahren täglich mit der Eisenbahn 28,5 Kilometer. 11.000 Lokomotiven fahren auf 31.000 Kilometer, kommen an und fahren ab auf 7.470 Bahnhöfen. 40.000 Straßen und Wege kreuzen den Schienenstrang. 18.000 Schranken sichern die Bahn. Über eine 500.000 Eisenbahner, 530.000 Arbeiter, Angestellte und Beamte sind im größten Verkehrsbetrieb der Welt beschäftigt. Von diesen 530.000 Eisenbahnern sind knapp 245.000 Beamte. Rund 2.800.000.000 Mark muss die Bundesbahn nach den Angaben der Hauptverwaltung jährlich für Löhne und Gehälter auszahlen. Danach beträgt das monatliche Bruttogehalt eines Eisenbahners im Durchschnitt knapp 440 Mark. Die Deutsche Bundesbahn ist ein Unternehmen, oder besser gesagt eine Institution, die man ohne Übertreibung zweifellos mit großartig und unfasslich, unübersehbar zugleich bezeichnen müsste. Um jedes Missverständnis zu vermeiden, dass der Betrieb, sagen wir, auf einem mehr oder minder großen Bahnhof funktioniert, ist zwar ungemein lobenswert, aber genau genommen eine Selbstverständlichkeit. Großartig, aber damit zugleich auch gewissermaßen unfasslich wird die Sache erst, wenn man bedenkt, dass die Bundesbahn 7.470 Bahnhöfe hat, dass es einige 10.000 Stellwerke, Blockstellen und Signalanlagen gibt, die so aufeinander abgestimmt wurden, dass überall in der Bundesrepublik und zur gleichen Zeit nach einem einzigen Plan gearbeitet werden kann. Dass die Bundesbahn zwischen Passau und Aachen, zwischen Flensburg und Lindau täglich 33.000 Züge verkehren lassen kann, ist sicher das Ergebnis einer bewunderungswürdigen technischen und organisatorischen Planung. Das alleine genügt aber nicht.
Die Zusammenarbeit von über einer halben Million Eisenbahnern jeden Tag lässt sich durch Fahrpläne, Vorschriften und Verordnungen nicht ausreichend erklären. Auch dann noch nicht, wenn man mit den Begriffen Disziplin oder Pflichtgefühl operiert. Es gibt unter den Eisenbahnern einen Grad von Zuverlässigkeit, der beispiellos ist. Gewiss auch andere Leute sind zuverlässig und verrichten ihre Arbeit über Jahrzehnte hinaus mit hervorragender Gleichmäßigkeit. Es dürfte sich dabei meistens um einzelne oder kleinere Gruppen handeln, aber niemals um eine halbe Million Menschen wie bei der Bundesbahn, die nur deshalb mit so außergewöhnlicher Präzision funktionieren kann, weil alle Eisenbahner mit der gleichen Zuverlässigkeit und derselben Intensität ihre Arbeit verrichten. Vermutlich spielt die über 120-jährige Tradition der Eisenbahner bei der Erklärung dieses Phänomens eine bedeutsame Rolle. Nun, für einen Außenstehenden ist das alles nur sehr schwer zu begreifen. Die Betriebstreue, das durchaus vorhandene Selbstbewusstsein der Eisenbahner und die ziemlich unerklärliche Gleichmäßigkeit und Arbeitsintensität. Von der Tradition war die Rede, von der Technik muss jetzt gesprochen werden. Sehen Sie, das hier ist der Kommandoraum eines Zentralstellwerkes. Diese Herren dirigieren von hier aus den gesamten Eisenbahnverkehr in einem Umkreis von gut 10 Kilometern. Verblüffend ist dabei vielleicht nur die Tatsache, dass sich der Eisenbahnverkehr gewissermaßen im Blindflugsystem abspielt. Ähnlich wie auf einem Radarschirm spiegelt sich auf den schematischen Gleisbildern der Eisenbahnverkehr. Durch Hebel und Kontakte werden über viele Kilometer komplizierter Gleisanlagen sichere Fahrstraßen geschaltet. Während früher eine Division Weichensteller und Aufsichtsbeamte notwendig war, um den Verkehr ohne Verspätungen abzuwickeln, so genügt heute eine Handvoll Spezialisten. Die Bedeutung der Eisenbahn für eine hochindustrialisierte Wirtschaft ist trotz des Autoverkehrs immer noch im Zunehmen begriffen. Sehen Sie, das ist ein sehr bekannter Industriebetrieb in der Nähe von Frankfurt. Würde man einmal auf den zugegeben ziemlich abwegigen Gedanken verfallen, dass dieses Werk aus irgendwelchen Gründen nicht mehr von der Eisenbahn bedient werden kann, man könnte den Betrieb getrost schließen. Es dürfte wohl kaum möglich sein, den Materialbedarf oder den täglichen Produktionsausstoß mit Lastwagen zu transportieren. Das ist nicht nur in diesem Werk so, sondern das dürfte wohl für die gesamte Großindustrie zutreffen. Und noch etwas. An vielen Orten richtet sich der Arbeitstakt der Wirtschaft nach den Uhren und nach den Fahrplänen der Eisenbahn, die man mit ihren rund 31.000 Kilometern Schienen unbesorgt als den Blutkreislauf unserer Wirtschaft bezeichnen darf. Lassen Sie uns eine Zwischenbilanz ziehen. Die Deutsche Bundesbahn ist der größte Verkehrsbetrieb der Welt. Die Deutsche Bundesbahn ist das Rückgrat der Wirtschaft. Die Bundesbahn ist leistungsfähig und unentbehrlich. Die Deutsche Bundesbahn ist sicher und pünktlich. Nur 6 von 100 Zügen haben Verspätung. 94 Züge kommen auf die Minute pünktlich an. Die Deutsche Bundesbahn befördert jeden Tag 4 Millionen Reisende in 20.000 Personen Eil- und D-Zügen. Das sind genauso viele Menschen, wie Dänemark Einwohner hat. Die Deutsche Bundesbahn bewältigt jede Verkehrsspitze. Sie transportiert alle 24 Stunden 56.000 Waggons mit Fracht über durchschnittlich 190 Kilometer. Das ist das großartige und wohl unbestreitbar nur schwer zu übersehende Bild der Deutschen Bundesbahn. Doch dieses Bild ist noch ziemlich unvollständig. Es gibt auch andere Perspektiven.
Bis vor genau 11 Tagen hat die Deutsche Bundesbahn täglich rund 17 Millionen Mark eingenommen. Trotzdem, jeden Tag 17 Millionen Mark waren zu wenig. Seit der Tariferhöhung vom 1. Februar rechnet die Hauptverwaltung der Bundesbahn damit, dass jetzt alle 24 Stunden 2 Millionen Mark mehr, nämlich gut 19 Millionen, in die Kassen der Eisenbahn fließen. Doch das sind noch Vermutungen. Ganz genau lassen sich die Mehreinnahmen noch nicht übersehen. Halten wir uns also an die Tatsachen. Wenn von der Bundesbahn zur Tariferhöhung erklärt wurde, dass die Ausgaben der Bahn seit der letzten Fahrpreiserhöhung im Jahr 1952 enorm gestiegen seien, so wird das kein Mensch ernsthaft bezweifeln. Das im Zeichen unserer recht gesunden Wirtschaftskonjunktur. Fernschnellzug 21 Rheingold von München über Ingolstadt. Dass im Zeichen unserer recht gesunden Wirtschaftskonjunktur aber auch die Einnahmen erheblich angezogen haben, wollen wir jedoch nicht völlig außer Acht lassen. Nicht nur der Berufs- und Güterverkehr profitierte vom Wirtschaftswunder. Auch der Fernverkehr entwickelte sich respektabel. Noch niemals wurden in Deutschland so viele und so weite Ferienreisen unternommen, wie gerade in den letzten Jahren. Für einen von keiner Sachkenntnis getrübten Zeitgenossen ist es nicht ganz einfach zu begreifen, dass die Bundesbahn bis vor 11 Tagen bei steigenden Einnahmen täglich anwachsende Verluste in Kauf nehmen musste. Jede Stunde wurden 85.000 Mark mehr verbraucht. Jeder Tag endete mit einem Fehlbedarf von 2 Millionen Mark. Nach einer offiziellen Mitteilung aus dem Bundesfinanzministerium war bisher jeder Einwohner unseres Landes gezwungen, für den Betrieb der Deutschen Bundesbahn jährlich einen Zuschuss von 25 Mark zu bezahlen. Die Bilanz der Bundesbahn steht ohne Zweifel zurzeit im Vordergrund des öffentlichen Interesses. Kümmern wir uns daher um den Betrieb. Lassen Sie uns irgendwo beginnen, ruhig bei diesem rüstigen Eisenbahnbeamten, der Petroleumlampen reinigt. Gewiss, das ist keine sehr bedeutsame Angelegenheit, nur warum brennen eigentlich heute noch im Jahre 1958 bei der Eisenbahn Petroleumlampen? Geschieht das aus Tradition oder gibt es nichts Besseres? Ja, sicher, das ist eine sehr törichte Frage. Nur brennt doch im Allgemeinen in allen Reisezügen elektrisches Licht. Warum verwendet man denn immer noch bei den meisten Personen- und D-Zugwagen Petroleumlampen als Schlusslichter? Vermutlich dürften bei der Eisenbahn noch einige 10.000 Petroleumlampen brennen. Lampen, die jeden Tag gereinigt, gefüllt und montiert werden müssen. Passen Sie auf, dieser Lampenputzer, das ist kein gesuchter Ausnahmefall. Petroleumlampen brennen auch noch in Signalen, die man zwar von irgendeinem entfernt gelegenen Stellwerk mechanisch bedienen kann, zu denen aber einmal am Tag ein Eisenbahner herauspilgern muss, um die Lampe zu füllen und anzustecken. Und das auf einer Hauptstrecke wie hier zum Beispiel, am rechten Rheinufer, wo alle paar Minuten ein Zug vorbeikommt. Seit es Eisenbahnen gibt, also seit über 120 Jahren, werden Züge auf eine, wie mir scheint, höchst abenteuerliche Art und Weise zusammengekoppelt. Und es gehört fast eine artistische Fähigkeit dazu, um diese Arbeit schnell zu erledigen. Jeder Beruf hat seine Gefahren. Aber der des Rangierers ist besonders aufregend. Wahrscheinlich werden jetzt alle erfahrenen Eisenbahner mit dem Kopf schütteln. Aber warum gibt es nicht seit langem bereits eine simple automatische Kupplung? Das Prinzip ist doch bekannt. Denn in jedem anständigen Spielzeuggeschäft kann man Modelleisenbahnen kaufen, die sich automatisch ein- und auskuppeln lassen. Warum lässt sich das nicht auch in der Praxis realisieren? Sehen Sie, es gibt in Deutschland eine stattliche Anzahl von Bahnhöfen und Haltestellen, deren wirtschaftlichen oder verkehrstechnischen Sinn man einfach nicht erkennen kann. Da halten Personenzüge oder Dieseltriebwagen 5- und 6-mal am Tag, obwohl kaum ein Mensch das Bedürfnis hat, hier ein- oder auszusteigen. Trotzdem werden solche idyllischen, aber dafür unrentablen Bahnhöfe und Haltestellen nicht aufgegeben. Man könnte meinen, sie stehen unter Denkmalsschutz.
Mitunter kann man sich nicht ganz des Eindrucks erwehren, dass die 120-jährige Eisenbahn ihre große Vergangenheit aus rührender Anhänglichkeit mit in die Zukunft hinüberrettet. Warum werden zum Beispiel noch immer auf Hauptverkehrsstrecken Schranken mit der Hand bedient, wenn es nachweislich auch mit einem Druck auf den Knopf geht? Auf dieser Strecke verkehrt etwa alle 6 bis 8 Minuten ein Zug. Sicher, es gibt auch mal eine Pause von 30 Minuten, aber im Allgemeinen ist dieser Schrankenwärter pausenlos mit Rauf- und Runterdrehen beschäftigt. Tausend Lokomotiven besitzt die Bundesbahn. 10.300 werden davon mit Kohlen geheizt, mit 10 Millionen Tonnen Ruhr- oder Importkohle im Jahr. So imposant der Anblick einer großen Dampflokomotive auch sein mag, im Vergleich mit den elektrischen und Diesellokomotiven schneidet die Dampflok nicht sehr gut ab. Sie verbraucht zu viel Energien, zu viel Brennstoff und ihre Wartungskosten sind zu hoch. Dafür besitzen die Dampflokomotiven einen anderen, jedoch etwas fragwürdigen Vorzug. Sie halten ewig. 30, 40 und 50 Jahre. Sie stehen dem technischen Fortschritt einer notwendigen Rationalisierung einfach dadurch im Wege, dass sie nicht kaputt gehen. Sparsamen und schnellen Elektrolokomotiven besitzt die Bundesbahn nur knapp 580 Exemplare und sie verfügt über kaum mehr als 180 Dieselloks. Im Grunde genommen ist das recht erstaunlich. Denn weder die Elektro- noch die Diesellok sind eine Erfindung der letzten Jahre. Nebenbei gesagt, aus Sicherheitsgründen müssen Lokomotiven oder Waggons so gebaut sein, dass sie 40 oder 50 Jahre halten. Allerdings, die Vorstellung ist fast bedrückend, dass irgendeiner glauben könnte, dass wir im Jahre 2000 vielleicht noch mit diesen Lokomotiven reisen werden, wie sie hier abgestellt sind. Wie gesagt, das Bild der Deutschen Bundesbahn ist großartig und unfasslich zugleich. Die Bundesbahn ist unbestreitbar reich, wohlhabend. Sie repräsentiert einen sehr niedrig geschätzten Buchwert von wenigstens 11 Milliarden Mark. Andererseits ist das Milliardenunternehmen arm. Die Schulden der Bundesbahn lassen sich nur noch in astronomischen Ziffern ausdrücken, obwohl sie erst in der jüngsten Vergangenheit entstanden sind, denn bis 1950 hat der Staat von der Eisenbahn noch stets beträchtliche Gewinne kassiert. In diesem Hochhaus befindet sich die Hauptverwaltung der Bundesbahn, als Mieter der Stadt Frankfurt. Nun, die Deutsche Bundesbahn gehört dem Staat, sie ist daher den Bürgern vielleicht nicht juristisch, aber in einem gewissen Sinne doch moralisch zur Auskunft verpflichtet. Dürfen wir Ihnen daher den ersten Mann der Bundesbahn, den Vorsitzenden des Vorstandes, Professor Dr. Oefterink, vorstellen? Ich glaube, die bisherige Reportage hat eine ganze Menge wichtiger Fragen aufgeworfen, den man freilich nur beantworten kann, wenn man sich erst einmal ganz konkrete Tatsachen ins Gedächtnis ruft. Nämlich die Tatsache, wer denn eigentlich mit der Eisenbahn fährt, zu welchen Bedingungen und wie es denn eigentlich kommt, dass die Bundesbahn seit Jahren immer wieder
Verluste aufzuweisen hat. Untersuchen wir also die Frage, wer fährt heute mit den zum Teil auch noch überfüllten Zügen der Deutschen Bundesbahn? Wie gesagt, 4 Millionen Menschen fahren jeden Tag 28,5 Kilometer. Von 100 Reisenden haben 9 Personen den vollen Fahrpreis bezahlt. 18 Reisende benutzen die preiswerte Hin- und Rückfahrkarte. 15 Fahrgäste sind Schüler oder Lehrlinge. Sie bezahlen den geringsten Tarif, während der überwiegende Teil aller Reisenden, von 100 Fahrgästen sind es genau 58, Berufs- und Zeitkarten benutzt. Es gibt bei der Bundesbahn rund 3 Dutzend Möglichkeiten, um mit Dauer-, Schüler- oder Arbeiterrückfahrkarten billiger vorwärts zu kommen. Die Beförderung zu Sozialtarifen hat die Bundesbahn bisher pro Tag 500.000 D-Mark gekostet. Obwohl alle Eisenbahnen der Welt am Gütertransport besonders gut verdienen, so setzte die Bundesbahn bisher jeden Tag rund 300.000 Mark zu. Was ist eigentlich eine Eisenbahn? Ist sie ein Instrument, mit dem man sozial- und wirtschaftspolitische Ideen realisiert? Was ist eigentlich eine Eisenbahn? Insbesondere, was ist die Deutsche Bundesbahn? Wir wissen von ihr, dass sie dem Staat gehört und dass sie für alle Bürger da ist. Aber so einfach ist das, glaube ich, gar nicht zu erklären. Da gilt nämlich der Grundsatz, dass die Deutsche Bundesbahn eben für alle Bürger da zu sein hat. Das heißt also, gemeinwirtschaftlich geführt werden muss. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Deutsche Bundesbahn einer Betriebspflicht unterliegt, ohne Rücksicht darauf, ob sie dabei Gewinne oder Verluste macht. Sie muss also auf ihren Strecken bei allem Wind und Wetter, ohne Rücksicht auf Rentabilität, ohne Rücksicht auf Entfernungen, ohne Rücksicht darauf, ob genügend Nachfrage nach Transportleistungen für Güter oder Personen besteht, muss sie ihre Verkehrsleistungen darbieten. Sie kann auch in Zeiten, wo besonders hohe Nachfrage nach ihren Leistungen besteht, also etwa in der Hauptreisezeit oder im Herbstverkehr, ihre Preise nicht etwa erhöhen. Oder sie kann dort, wo besondere Kosten entstehen, auf Gebirgsstrecken, im Winter keinerlei Preiserhöhung vornehmen, sondern sie muss immer allen Bürgern alle Zeit und unter allen Umständen zur Verfügung stehen, während jedes andere Verkehrsmittel in der Lage ist, zum Beispiel bei ungünstigem Wetter oder atmosphärischen Verhältnissen, seine Dienste einzustellen oder zu verringern, ihrerseits ihre Leistungen darzubieten. Sie kann auch keine Auswahl treffen zwischen einer gewinnbringenden Ladung oder einer kein gewinnbringenden Ladung. Sie kann auch keine Rücksicht darauf nehmen, ob sie, wenn sie in einer Richtung mit Gewinn fährt, große Leerfrachten auf dem Rückweg in Kauf nehmen muss. Kurz und gut, sie ist das Verkehrsmittel, das für alle Bürger zu allen Zeiten, unter allen Umständen und ungeachtet aller Schwierigkeiten zu immer gleichen Bedingungen zur Verfügung stehen muss. Das etwa ist das, was man mit dem Schlagwort Gemeinwirtschaft belegt und was praktisch bedeutet, dass für die Bundesbahn die Interessen der Volkswirtschaft, die Interessen der deutschen Wirtschaft und die Interessen der deutschen Bürger vor ihren eigenen Interessen nach Gewinn oder Ertrag rangieren. Verlassen wir das Terrain der Bundesbahn, um dafür dem Gesetzgeber unsere Aufmerksamkeit zu widmen. Denn vor 6 Jahren verabschiedete der erste Deutsche Bundestag das sogenannte Bundesbahngesetz. Die Deutsche Bundesbahn ist nach dem Gesetz eine Verwaltungsstelle des Bundes. Ihre Dienststellen sind Bundesbehörden. Ihre Beamten sind unmittelbare Bundesbeamte und die Erfüllung ihrer Aufgaben ist öffentlicher Dienst.
Nach Abschnitt 6, Paragraph 28, Absatz 1, hat die Deutsche Bundesbahn ihre Wirtschaft so zu führen, dass sie die zur Erfüllung ihrer Aufgaben und Verpflichtungen notwendigen Aufwendungen selber bestreiten kann. Abschnitt 1 enthält dagegen unter dem Paragraphen 1 die Bestimmung, dass die Deutsche Bundesbahn unter Wahrnehmung der Interessen der deutschen Volkswirtschaft nach kaufmännischen Grundsätzen zu verwalten ist. Den Anforderungen des Verkehrs hat die Deutsche Bundesbahn Rechnung zu tragen. Der Betrieb ist sicher zu führen. Verzeihung, Herr Bundesverkehrsminister, aber dieses Bundesbahngesetz scheint uns sehr widerspruchsvoll zu sein. Es ist ein unklares und damit kein gutes Gesetz. Die Bundesbahn hat also die gesetzliche Pflicht, die Interessen der deutschen Volkswirtschaft zu wahren. Professor Oeftering bezeichnete das als die sogenannte gemeinwirtschaftliche Aufgabe. In der Praxis sieht das dann so aus, dass jährlich aus Geislingen zwischen Ulm und Stuttgart über 500 Kilometer bis ins Ruhrgebiet 840.000 Tonnen Erz transportiert werden müssen. Dabei muss die Bundesbahn rund 24 Millionen Mark zusetzen im Interesse der Volkswirtschaft. Die Bundesbahn soll sicher sein und den Anforderungen des Verkehrs Rechnung tragen. Nun, Sicherheit kostet Geld. Um die Personalkosten zu senken, werden solche modernen Gleisstopfmaschinen eingesetzt, denn die Bundesbahn hat nach kaufmännischen Gesichtspunkten den Betrieb zu führen. Wie kann sie aber kaufmännisch arbeiten, wenn der Gesetzgeber ihr ständig Auflagen erteilt, zu irgendwelchen Sozial- oder Ausnahmetarifen Personen oder Güter zu befördern? Hier ist ein Widerspruch im Gesetz. Man kann nur das eine oder das andere. Beides zusammen geht nicht. Die finanzielle Lage der Deutschen Bundesbahn, die uns so viel Sorgen macht, wird durch drei wesentliche Umstände bestimmt. Erstens einmal, die Deutsche Bundesbahn hat seit dem Jahr 1952, also 6 Jahre lang, ihre Preise unverändert gelassen. Obwohl jedermann weiß, vor allem jede deutsche Hausfrau weiß, dass in dieser Zeit die Preise empfindlich gestiegen sind, insbesondere auch die Preise für die Bundesbahn in Gestalt von Personalkosten, von Kohlenkosten, von Stahlkosten. Dass sich so etwas, ein solches Stillhalten mit den eigenen Preisen, bei davonlaufenden Kosten ungünstig auf die Ertragslage auswirkt, das wird jeder unserer Mitbürger einsehen. Der zweite Faktor, der jahrelang die Ertragslage der Bundesbahn besonders belastet hat, ist die Tatsache, dass sie sogenannte politische Lasten zu tragen hatte. Das heißt Lasten, die nicht aus dem Eisenbahnbetrieb stammen, sondern die durch rein politische Gründe, durch das Kriegsende vor allem, veranlasst waren, beispielsweise Pensionen für die kriegsbeschädigten Eisenbahner. Durch einen sehr dankenswerten Beschluss der Bundesregierung vom Januar des vergangenen Jahres sind diese politischen Lasten im Grundsatz jetzt der Bundesbahn abgenommen worden. Und dann ist noch ein dritter Grund, warum die Finanzlage der Bundesbahn immer wieder zu so vielen Sorgen Anlass gibt. Das ist die Tatsache, dass wir vom Kriege her eine sehr, sehr große Zahl von Kriegsschäden haben, schweren Bombenschäden beispielsweise, Schäden an Brücken, an Tunnels, an Lokomotiven, an Bahnhofsgebäuden. Und dass wir aus eigener Kraft bisher gezwungen worden sind, diese Kriegsschäden zu beseitigen, obwohl überall sonst im deutschen Wirtschaftsleben die öffentliche Hand zur Beseitigung dieser Kriegsschäden, sagen wir über steuerliche Erleichterungen oder über direkte Finanzierungshilfen, außerordentliche Beiträge geleistet hat.
Nun, das größte Verkehrsunternehmen der Welt ist laut Gesetz eine Verwaltungsstelle des Bundes. Die Dienststellen, also 7430 Bahnhöfe, sind Bundesbehörden. Von 530.000 Eisenbahnern sind ungefähr 250.000 Beamte, Bundesbeamte. Der Weg eines Eisenbahners verläuft nach den strengen Richtlinien der Bundesbahnlaufbahnvorschrift. Vielleicht sollte man sich einmal die Frage vorlegen, ob eine mit 120 Jahren Tradition behaftete Institution auch heute noch unbedingt in Form einer Behörde betrieben werden muss. Wäre es nicht vielleicht rationeller, den 500.000-Mann-Betrieb in eine eigenverantwortliche Gesellschaft des öffentlichen Rechts umzuwandeln? Aber wie gesagt, das ist nur eine Frage. Sie haben mich zuvor gefragt, ob man eigentlich diese Institution Eisenbahn, die 120 Jahre alt ist und auch noch in der Form einer Behörde betrieben wird, umformen kann. Das soll wohl heißen, den Erfordernissen der modernen Zeit anpassen kann. Ich glaube, die beste Antwort ist, wenn Sie sich hier in meinem Zimmer umsehen, dann werden Sie ein Bild von der ersten Lokomotive vom Jahr 1835 auf der Strecke Nürnberg-Fürth sehen. Wenn Sie diese Lokomotive heute mit einer unserer modernen Diesellokomotiven oder unserer modernsten elektrischen Lokomotiven vergleichen, dann sehen Sie den ganzen Fortschritt dieser 120 Jahre. Und so wie sich der technische Apparat gewandelt hat, so haben sich auch die Menschen gewandelt, die diesen Apparat bedienen. Ja, ich kann sagen, sie wandeln sich täglich. Und wir arbeiten alle hier in der Eisenbahn, alle über 500.000 Bediensteten. Von der Spitze bis nach unten arbeiten wir täglich an uns, um dieser Eisenbahn zu dienen, um ihr besser zu dienen, um ihr moderner zu dienen und um ihr mit mehr wirtschaftlichem Effekt zu dienen. Und da kann ich zum Beispiel sagen, wir haben erst vor kurzem hier in der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn eine besondere betriebswirtschaftliche Abteilung eingerichtet, die sich ausschließlich damit beschäftigt, die Rationalisierung, das betriebswirtschaftliche Denken, die zweckmäßigste Verwendung jedes Pfennigs, den besten Einsatz jedes Eisenbahners an dem Platz, für den er am besten geeignet ist, zu gewährleisten. Jedenfalls, wir hier in der Eisenbahn tun alles, um uns anzupassen und dem anzupassen, was das moderne, ingenieurhafte, weltwirtschaftliche Leben von uns erfordert. Lassen Sie uns zum Abschluss untersuchen, ob die Eisenbahn eine Zukunft hat. Zweifellos werden die Elektroloks langsam, aber sicher die großen Dampflokomotiven verdrängen. Wohl oder übel wird man die Romantik der Rentabilität opfern. Vermutlich wird man wohl auch die Auffassung der Eisenbahntechniker revidieren, wonach Lokomotiven oder D-Zugwagen 40 Jahre halten müssen. Es ist nicht einzusehen, dass eine Eisenbahn nur aus Sicherheitsgründen so gebaut werden muss, dass sie den Fortschritt blockiert. Die Eisenbahn muss sich bemühen, mit der Technik Schritt zu halten. Das geht aber nicht nur an ein paar Stellen wie in dem automatischen Stellwerk. Gewiss, vorläufig fehlt der armen und doch so reichen Bundesbahn noch das Geld, um ihren Betrieb mit der wünschenswerten und durchaus notwendigen Schnelligkeit in allen Strecken und Beamtenlaufbahnen zu rationalisieren. Technisch gesehen ist zumindest die Gefahr nicht ganz außer Acht zu lassen, dass die Eisenbahn den Anschluss verpasst. Und deshalb unsere Frage: Hat die Eisenbahn eine Zukunft? Dass Sie mir diese Frage stellen, freut mich ganz besonders. Denn ich habe auf diese Weise Gelegenheit, dazu einmal ganz ungeschminkt und ganz aufrichtig meine eigene Meinung zu sagen. Zunächst einmal muss ich gestehen, dass ich selber recht gern Auto fahre, vor allem manches Mal auch ganz schnell Auto fahre.
Ich bin also nicht eisenbahnbetriebsblind, wie man so zu sagen pflegt. Aber eines kann ich als meine feste Überzeugung aussprechen. Ein Verkehrsmittel wie die Eisenbahn, das bei Wind und Wetter mit unbedingter Sicherheit verkehrt, das alle Verkehrsspitzen bewältigt und das zur Bewältigung seiner Transportleistungen eine ungewöhnlich geringe Antriebskraft braucht, hat nicht nur eine Zukunft, sondern es müsste überhaupt erfunden werden, wenn es nicht schon erfunden wäre. Sicher hat die Eisenbahn eine Chance, auch in Zukunft als Verkehrsträger erster Ordnung zu bestehen. Aber dafür sind einige Voraussetzungen unerlässlich. Was die Bundesbahn braucht, das ist in erster Linie jetzt Zeit und Geld. Zeit, damit in Ruhe ein neues, besseres Bundesbahngesetz geschaffen werden kann, und Geld, um den Betrieb so zu rationalisieren, dass von den Millionen Verlusten der Bundesbahn in Zukunft nicht mehr gesprochen zu werden braucht.